Nee, hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Nicole Fischer am Apparat von den Stromwerken. Ja? Spreche ich da mit Herrn Schukow? Nee, warte mal einen Moment, bitte, mit den weitergeben. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Schukow, guten Tag. Ja, guten Tag, Nicole Fischer am Apparat von den Stromwerken. Hallo. Da hatte ich schon, hallo, ich hatte da mit Ihrem Zimmergenossen, sage ich mal, gesprochen. Ja, den geht's. Na, hatte ich so verstanden? Ja, und da geht es hier bei uns um einen Tarifvergleich in Sachen Strom und Gas. Da wollte ich aber nochmal fragen, wir machen das ja deutschlandweit. Ja. Bekommen Sie die Rechnung für Strom auf Ihren Namen? Ja, das bekomme ich. Ich habe ihn bei mir aufgenommen. Ach super, okay. Und Sie haben auch nur Strom im Haushalt oder auch Gas? Wir haben Gasherd und Heizung, aha, glaube ich. Ach so. Ach so, aber das ist, da bekommen Sie für Gas eine Rechnung auf Ihren Namen oder nicht? Ja, leider bekommen wir Rechnung. Ich hätte lieber umsonst, aber die wollen mir nicht. Das, nee, wollen die bei mir auch nicht. Also, ja, das schade. Ist halt so. Vielleicht können Sie mir ja umsonst geben. Oh, das wäre super. Ah. Das hätte ich auch gern. Da wäre ich die Erste. Das ist aber ja leider, schade. Na, das ist leider so. Wir aber Sie sind ja ein Hörn. Machen. Na? Na? Ja. Wie viel verbrauchen Sie denn da an Strom? Oh, ich weiß nicht, was wir verbrauchen. Hilft es Ihnen, wenn wir Abrechnung, Summe haben? Na, ja, eine Jahresabrechnung. Ja, genau, das hilft. So knapp die 60, steht da immer. 60 Euro beim Monat. Ja, okay, das ist der monatliche Abschlag. Ja. Genau. Und wie viel Verbraucher haben Sie denn da eine Jahresabrechnung mal zur Hand? Ich wüsste nicht, wo soll ich jetzt suchen? Wir haben ziemlich Chaos. Also okay, auch nicht schlimm. Kennen Sie, zwei Männer wohnen zusammen. Ja. Alles kaputt. Ist nicht schlimm. Ich könnte Ihnen sagen, wir haben 14 verschiedene Sorten Wodka, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo es Papierkram. Okay, ich helfe Ihnen damit. Ich helfe Ihnen damit. Wie viele Personen, sind das bei Ihnen zwei im Haushalt? Ja, richtig. Sie und Ihr Zimmer, genau. Und dann geht man da ja immer einen kleinen Moment. Richtig. Möchten Sie lieber Wodka Putinov oder lieber Gorbatschow haben? Gorbatschow mit diesem Handschuh, ne? Also ich kenne die Reklamenamen, ja. Das ist sehr gut. Das heißt, Gorbatschow kommt aber gar nicht aus Russland. Voll die Verarschung. Ach Gott, aha. Ja, da kann man doch nicht machen, solche Sachen. Mit dem Verbrauch, ja. Betrügung machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist schrecklich. Ja, schrecklich. Ja. Also das, was ich habe mir hier mal nachgeschaut, wie viel zahlen Sie denn da monatlich für Strom? Sie hatten gesagt 60 Euro. Okay. Also ich kann Ihnen hier etwas anbieten für 45 Euro was? Und 12 Cent. Na, dass Sie da einsparen können. Das ist ja eine gute Ersparnis, muss ich sagen. Bei wir gleichem schicken Ihnen das Verbrauch auch. Oder wie? Wie bitte? Bei gleichem Verbrauch oder wie? Für diesen, das ist, ich habe hier einen Durchschnittswert für zwei Personen. Ja. Ich kann den auch mal ein bisschen höher machen, dann legen Sie dann nämlich super noch mit dabei, damit Sie keine Nachzahlung haben. Also das mit 2000. Ist wichtig, weil wir haben viel ja. Hightech. Viel Hightech. Ah, okay, ja. Deswegen wäre es gar nicht schlecht, überhaupt mal über die Zahlen zu schauen. Ja, wann helfen Sie denn so eine Rechnung? Wenn ich Ihnen sage, was wir haben für Gerät, können Sie Zusammenfassung machen? Nee, das geht leider nicht. Nicht? Das kann ich, nee, das kann ich jetzt so nicht. Was vielleicht könnte das mal irgendjemand in einer anderen Abteilung. Ja, weil wir aber haben wir so ein Tonstudio. Viel Hightech. Ja. Ach so, ach Gott, ja, da müsste man das wirklich. Ja, wir machen viel bei YouTube und da brauchen wir gut Webcam, gut Anruf, auch oh, gut. Ja. Das Software, alles dabei. Alle solche Sachen. Das ist jetzt auch mal wieder. Ja. Ja. Kleinen Moment, was machen wir da? Also die Abrechnung, da kommen Sie überhaupt nicht ran, ne? Ich müsste Sie jetzt eine halbe Stunde mitnehmen bei Dachboden gucken. Wir haben da Kiste alles reinschmeißen. Aha, okay. Wenn das möglich wäre, wollen wir uns dann in einer halben Stunde nochmal hören. Und ja, das geht nicht, weil in einer halben Stunde muss ich schon wieder. Ach so, Sie müssen weg. Okay, und wann könnten wir uns am Morgen dann hören? Oder am Abend? Das ist immer schwierig wegen Arbeit. Ich weiß nicht, wenn wir einen Schuldner gefunden haben, machen wir Feierabend. Du weißt nicht, ist das 10 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr? Ich weiß nicht. Ja, und morgen wissen Sie auch nichts, ne? Ja, also, wann ja Sie nicht, da morgen. Ich weiß ja nicht, wo der Dreckschwein sich versteckt hat. Wir Ach können so. Ja bei Ihnen anrufen.
Anruf, wenn wir gefunden haben. Auch. Schreiben Sie sich mal bitte die Nummer auf. Ja, von diesem. Aber irgendwie, aber auf dem Zettel, am besten Sie kleben sich den irgendwo auf. Dann. Ja, ich brauche keinen Zettel, ich habe Hightech hier. Hightech. Ach ja, stimmt. Ich habe Hightech. Noch besser. Ja, das ist. Ja, okay. Das ist sehr gut. Haben Sie also bei Ihrem Callcenter, ja? Wir haben ja, das ist die Null. Nein, weil ja. Wir haben Schuldner, die können den Rechnung nicht bezahlen. Kann ich den bei Ihrem Callcenter schicken zu arbeiten? Welche Schulden denn? Ja, die haben wir machen Inkasso und manche ja, okay. die möchten bezahlen, aber können dann nicht mehr arbeiten, weil die Beine sind okay. Kaputt und dann müssen die an Arbeit haben, was können die in Sitzen machen, ohne den Beinen. Ach so. Die bei okay. hinsetzen, wir haben Business Manager, die große okay, auf machen, jeden Fall. Und dann, ja, auf jeden kaputt. Fall. Jetzt sind deine Beine auf kaputt, jeden Fall. Vielleicht kannst du bei ja. Konzerte sitzen. Mhm. Kann man sowas machen? Ja. Dass wir Vertrag ja, ich kann das, ich kann hier mal nachfragen. Ne? Ja, können Sie warum mal nicht? Teamleitung ich fragen. Ich kann ja mal nachfragen. Ob da Interesse. Ich frage mal nach. Ja, bitte. Ja, ich warte ich frag so lange. Mal nach. Ich warte. Ja, danke. Die nehmen Stellenanzeige von russischer Mafia. Das ist sehr gut. Vielleicht können wir gute Deal machen. Du hast keine Kniescheibe mehr, gehst du bei Callcenter. Hast du versucht, meinen Kunden zu verarschen? Jetzt musst du alte Leute verarschen, damit du kannst deine Schulden bezahlen. Blöd. Mit Kalaschnikova. Kleinen Moment noch, Herr Schukow. Ja, danke sehr. Jetzt werden die Fangschaltung anmachen. Ich spüre es bei meinem Verbrechergehirn. Ist die Fangschaltung schon an? Hallo. Hallo. Wie geht's? Wunderbar, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Das freut mich zu hören. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Mario Graf von der Strome. Wunderbar. Energieberatung ja. In Energiebemittlung in Hornum. Ich bin der ja. Vorgesetzte hier in diesem ja. Unternehmen und Sie haben ja auch mit meinen Kollegen hier schon gesprochen. Richtig. Was habt ihr denn da vereinbart? Ne, wir hatten noch nichts vereinbart. Es geht um die Mitarbeiterübernahme, ob Sie da Interesse haben. Bei der Badenova. Wie bitte? Ihr seid ja bei der Badenova. Richtig, aber darum geht es gar nicht. Ich habe den Kollegen gefragt, ob ich kann ein paar Leute bei Sie schicken zu arbeiten. Weil die müssen ihre Schulden abbezahlen und ich habe kein Geld. Die müssen arbeiten, dass wir Geld haben. Also bezahlt die Jobbörse in den Strom, oder wie? Wie Jobbörse? Wer bezahlt denn bei Ihnen den Strom? Den bezahle ich. Haben Sie denn die letzte Rechnung bezahlt? Ich weiß nicht jetzt, um was ja, es hier natürlich. Geht. Ja, natürlich. Nein, ich hab, hat die Kollegin Ihnen nicht gesagt, weswegen wir sprechen. Nein. Sie hatte angerufen wegen Strom und dann sage ich, ja, Sie arbeiten bei Callcenter. Ich habe ein paar Leute, die müssen ihre Schulden bezahlen. Ob ich die zu Ihnen schicken kann, dass die bei Ihnen arbeiten können? Weil die Beine sind kaputt, Kniescheibe kaputt, aber vielleicht können die noch bei Sitzen telefonieren. Das sind Geschäftsleute, die Wir können es versuchen, indem Sie diese Nummer anrufen, ja. Wenn wir die Unterlagen Ihnen zuschicken. Was von der Ehren. Haben Sie, wie viel zahlen Sie denn monatlich für Strom? 60 Euro. Wie viel Geld geben Sie mir, wenn ich Ihnen Sklavenarbeiter schicke? Wie viel? 60 Euro zahlen Sie? 60 Euro. Okay. Und wie viel möchten Sie mir geben? Ich habe einen Manager, der hatte ein Autohaus, ich hatte einen, der hatte eine Bäckerei. Das sind schlaue Leute, aber den Beine sind kaputt, weil die wollten ihre Schulden nicht bezahlen. Jetzt müssen die Arbeit haben, wo können sie sitzen? Okay, wie viel verbrauchen Sie denn Kilowattstunden monatlich? Das weiß ich nicht. 60 Euro.
60 Euro. Und ihr seid... Sie weichen meine Frage aus. Das ist nicht gutes Business, mir ein Verhalten. Ihr seid bei der Energieversorgung. Zelt. Ja, das ist richtig. Okay. Was ich Ihnen anbieten kann, ist ein monatlicher Abschlag von 49 Euro. Aber die Energieversorgung bleibt bei Ihnen, der Grundversorger. Da ändert sich dann gar nichts. Leert, meine Frage war, kann ich bei Sie Leute schicken zu arbeiten? Also da muss ich mit meinem Chef, ich habe ja auch einen Chef, mit dem muss ich da sprechen. Aber wenn wir das hier vereinbaren, wenn ich die Unterlagen zuschicke, ja, da gibt es eine Nummer, da können Sie meinen Chef anrufen und fragen. Ja, das ist ja erstmal das Wichtige, weil erstmal, Sie müssen mir etwas geben, dann gebe ich Ihnen etwas. Und Sie haben ja auch Vorteil von Kontakt zur russischen Mafia. Ja, wenn ich Ihnen die Unterlagen zuschicke, da haben Sie auch die Telefonnummer, ne? Sind Sie, muss ich mal fragen, ich stelle 10-mal den gleichen Fragen, Sie überhaupt nicht verstehen. Wie sind Sie Teamleiter geworden? Haben Sie sich hochgeschlafen? Wie bitte? Sie 10-mal gleiche Frage bekommen, Sie überhaupt nicht antworten. Was ist das Problem? Was haben Sie mich denn gefragt? Ich habe Ihnen gesagt, ich schicke die Unterlagen zu und Sie werden dann sehen. Ich will, dass Sie Geld sparen. Ne? Und ich will, dass du meine Sklavenarbeiter von Inkasso aufnimmst, damit die Geld für mich verdienen. Ich helfe Ihnen Sklaven. Sie möchten meine Sklaven haben. Können also Sie ich nicht. Sie müssen meinen Chef da fragen. Also ich kann Ihnen nur 10 Euro monatlich, ich kann Ihnen nur machen, dass Sie 10 Euro monatlich sparen, damit Sie die Schulden da bearbeiten von Ihren Arbeitern. Sucha, ich gebe dir 10 Euro beim Monat, wenn du nimmst meinen Sklaven für Callcenter. Aber machen wir erstens den Vertrag hier. Dann reden wir über andere Geschäfte. Mit denen machen wir keinen Vertrag. Die müssen das so machen. Und ich kriege den Provision. Damit die ihre Schulden bezahlen. Nein. Also Sie sagen doch, Sie kommen von der russischen Mafia. Wir haben nicht so gemacht. Ja, nix Mafia. Paruski. Ich habe hier auch eine Russin. Soll ich sie hier... Ich will nicht mit irgendeiner Russin reden. Ich will Big Boss Manager haben. Oder habt ihr Angst vor Business? Ja, wir haben Angst vor Business, aber ich habe keine Angst, dass Sie Geld sparen. Ich will für Sie Geld sparen. Weißt du, Geld ist nicht mein Problem. Ich kann dir bringen... Doch, aber wenn du warum verzeihen Sie dann... Warum, hören Sie mir mal zu, warum ja, verzeihen Mann. Sie die Schulden denn nicht? Ich treibe Schulden ein. Wie haben Sie denn Schulden bekommen? Ich habe keine Schulden. Ich kümmere mich darum, dass Leute ihre Schulden bezahlen. Hast du warum gibst du den Leuten dann nicht Geld, wenn du sich darüber kümmerst? Weil warum nicht mein Geld ist. Nicht meine Schulden. Was ist das nicht mein Problem? Wenn die dann haben kaputte Kniescheiben, in Ordnung. Hallo. Jetzt hat er auflegen. Hat Angst vor kaputten Kniescheiben. Hallo. Ja. Ja, was machst du mit dem Telefon? Hast du das bei deinem Mund gesteckt, Suka? Nein, irgendwo anderes. Woanders? Wohin hast du gesteckt? Da, wo ja, was, was? Ja, da. Du solltest aufpassen, wie du mit Dimitri, mit Big Dick Dimitri redest. Ja, weiß ich. Kennst du Big Dick Dimitri? Ja. Ja, sehr gut. Dann kannst du dich jetzt bitte bei mir entschuldigen. Und dann können wir das Gespräch beenden. Okay. Entschuldige dich. Was? Entschuldige dich, Blair. Was? Du sollst dich entschuldigen. Nimm den Blumenkohl. Warten Sie mal, aber... Wie bitte? Du sollst die Blumenkohl aus die Ohren nehmen. Dann kannst du verstehen, was Menschen zu dir sagen, Zucker. Aber die Leitung ist ganz schlecht. Was für ein Handy hast du denn? Ich? Willst du gar nicht wissen, ich habe Ostblock-Telefon, wiegt 60 Kilo. Okay, dann, wir hören uns ein anderes Mal, ne? Ja, sollen wir nachher vorbeikommen? Können wir Wodka trinken, Zucker? Können wir, ja? Ja, dann über Geschäft reden, ja? Wie ist dein Name, Blair? Mario Graf, habe ich schon gesagt. Ja, dein richtiger Name, nicht dein Callcenter-Name. Mario Graf, also das darf ich nicht sagen, ne? Die wissen ja auch, dass der Gespräch hier abgehört wird und so alles, aus diesem Grund darf ich ja. Und darum darfst du deinen richtigen Namen nicht sagen? Nein, darf ich nicht. Ja, das ist in Ordnung, weißt du, wegen Polizei, FBI, Interpol, Europol. Ja, das ist gesetzlich so. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Ja. Ja, wird dein Gespräch auch aufgenommen? Ja, natürlich. Meine Arbeit wird irgendwie überprüft. Ja, bist du denn mit der Aufnahme auch einverstanden?
Ja. Ja, sehr gut. Und dann werden wir bei 18 Uhr werden wir bei dir vorbeikommen. Warum? Ich arbeite nur bis 18 Uhr. Vielleicht gehe ich dann nach Hause. Und ja, danach können wir Kaffee trinken oder Wodka okay. oder Krabbensaft. Aber wenn du mir eins versprichst, ja, wenn du mir eines versprichst, ja. dass wir ein Geschäft machen, okay? Ja, wir werden schauen. Ein Vertrag. Wenn wir Geschäfte machen, wenn wir uns treffen. Bist du so geil ja, auf Abschluss? Wie viel kriegst du Provision für einen Auftrag? 30 Euro. 30 Euro, das lohnt sich ja. doch gar nicht, seine Seele und seine Ehre zu verkaufen für so einen Scheißdreck, Mann. Aber ich helfe ihm doch dabei. Du interessierst dich doch einen Scheißdreck für mich. Du willst nur deine Provision haben. Du würdest auch ein Nazi-Geld verkaufen, wenn du kannst. Okay, ciao. Ha, verschwinde, Blatt. Such dir ordentliche Arbeit. Das ist ein Hauptgehalt.